Am 1. Juni 2024 treffen in Riad der 40-jährige Big Bang Zhile Zhang und der 38-jährige ehemalige WBC-Weltmeister im Schwergewicht, der Bronze Bomber Deontay Wilder, aufeinander. Für beide Kämpfer könnte es die letzte Chance auf ein zukünftiges Stattfinden im Profiboxen sein, nachdem sie jeweils ihren letzten Kampf gegen den überraschend in seiner Prime stehenden Joseph Parker verloren haben. Zhile Zhang ist Rechtsausleger und hat einen an sein Alter angepassten ökonomischen Kampfstil. Er versucht keine Energie an unnötige Bewegungen zu verschwenden und wirft nur präzise, wohlüberlegte Schläge. Dieses Vorgehen wird ihm durch eine herausragende Schlagkraft und Geschwindigkeit erleichtert. Auf lange Distanz nutzt er steife Jabs und Geraden und im Infight kommen lehrbuchähnliche kurze Haken und Uppercuts mit beiden Armen zum Einsatz. Zu seinen Steckenpferden haben sich dabei vor allem sein Speer von einer linken Geraden und sein blitzschneller rechter Haken entwickelt, welchen er besonders gern als Konter verwendet, während seine Gegner noch ihre Angriffe aufladen. In Clinch-Situationen lässt er seine Widersacher sein Gewicht spüren, um ihre Flinkheit schnellstmöglich einzuschränken. Diese kräftesparende Strategie lässt wenig Raum für Defensivoptionen. Den meisten Schaden reflektiert Zhang mit einem festen Stand und einer stabilen Deckung oder absorbiert er mit seinem Granitkinn. Deontay Wilder ist der explosivste Schwergewichtsboxer dieser Generation und einer der größten Knockout-Artists der Geschichte. Seit dem Beginn seiner spät angefangenen Karriere ist er mit übermenschlicher Schlagkraft in besonders der rechten Faust gesegnet, welche ihn in Kombination mit herausragender Geschwindigkeit und Präzision zu Jahren an Dominanz geführt hat. Der Bronze Bomber funktioniert am besten, wenn er seinen Gegner durch Angst vor seiner nuklearen Stärke auf Distanz hält, mit seinem langen Jab kontrolliert, Öffnungen in der Deckung ausmacht und jede Chance zum Beenden des Kampfes mit einer rechten Gerade nutzt. Da diese rein offensive Strategie ihm so viele Erfolge bescherte, vernachlässigte er lange Standardqualitäten eines Boxers wie einen durchweg festen Stand und einen Rückfallplan, falls ein Kontrahent mal auf die Idee kommen sollte, den Bronze Bomber in den Rückwärtsgang zu zwingen. Für diese Versäumnisse musste er in der Trilogie gegen die aktuelle Nummer 1, Tyson Fury, bezahlen, schien aber auch einiges gelernt und an seinen Schwächen gefeilt zu haben. Was Deontay Wilder an Defensivsouveränität fehlt, konnte er bisher meist mit unheimlichen Nehmerqualitäten und einem unschlagbaren Kämpferherz ausgleichen. In seinem vorletzten Kampf stieg Zhile Zhang nach seinem Überraschungssieg einige Monate zuvor erneut mit dem britischen Joe Juggernaut Joyce in den Ring. Joyce versuchte als Ergebnis aus dem ersten Kampf im Rematch sein Kinn besser geschützt zu halten und in ständiger Bewegung weg von Zhangs Schlaghand zu sein, um die linke Gerade des Chinesen zu neutralisieren. Außer diesem Vorhaben schien der Juggernaut aber wenig Ideen für die Offensive parat zu haben und hatte auch nicht an seinen Kopfbewegungen gearbeitet, weshalb er schon in der zweiten Runde den Angriffen Zhangs vollkommen ausgeliefert war, der die Lücken in Joyce' Verteidigung bereits herausgearbeitet zu haben schien und ohne großartige Gegenwehr frei schalten und walten konnte. Dieser einseitige Zustand sorgte dafür, dass Joyce in den letzten Sekunden der dritten Runde bei einem Angriffsversuch weit offen stand und von einem der berühmten knackigen rechten Haken von Big Bang Zhile Zhang das erste Mal in seiner Profikarriere schlafen geschickt wurde. Im vorletzten Kampf Deontay Wilders, der über die erste Runde hinausging, bestritt er den Instant Classic in Form des dritten Kampfes mit Tyson Fury, in welchem sich beide Krieger nichts schenkten und mit der Prämisse Sieg oder Tod den Ring zu betreten schienen. Der elfründige Thriller sah beide Kämpfer mehrmals zu Boden gehen, wobei Deontay Wilder die meiste Zeit mit wackligen Beinen die rezessive Rolle einnahm und obwohl er regelmäßig so wirkte, als würde seine Aufgabe kurz bevorstehen, immer wieder die Kontrolle über das Gefecht in brutalen Schlagabtäuschen zurückerlangte. Ein Schock Wellenauslösendes Knockout ließ das Antriebsfeuer des Bronze Bomber dann doch erlöschen und trotzdem verschaffte ihm diese Performance mehr Respekt als die Gesamtheit seiner restlichen Profikarriere. Leider ist dieser Glanzmoment schon 3 Jahre her. Die besten Informationen für einen Vergleich liefern deshalb die letzten Kämpfe beider Parteien. Zhile Zhangs Kampf mit Joseph Parker auf dem Knockout Chaos Event im März erinnerte mich an eine abgespeckte Version des ersten Wilder Fury Aufeinandertreffens. Der Chinese begann die ersten Runden gewohnt energiesparend, schien das Bewegungsmuster seines frischeren Gegners aber früh analysiert zu haben, sodass die wenigen treffenden Angriffe Zhangs Wirkung zeigten und zu einem frühen Knockdown in der dritten Runde führten. Auch wenn er nie vollkommen sicher vor den zielverfolgenden Schlägen Zhile Zhangs war, kämpfte Joseph Parker sich in den mittleren Runden auf den Punktezetteln zurück, indem er den immer inaktiver werdenden Chinesen mit verwirrenden Kopfbewegungen und Finden beschäftigt hielt und regelmäßig 1-2-Kombinationen, Körperhaken und eine linke Overhand unterbrachte, denen im Vergleich zu den Schlägen seines Gegners zwar der Wumms fehlte, aber Parker die Oberhand im Gefecht sicherten. In Runde 8 gelang Zhile Zhang dann, nach einem tiefen Haken in Richtung des sich wegduckenden Parkers, erneut ein Niederschlag, konnte aber bis zum finalen Gong nicht auf dem Vorsprung aufbauen, selbst als sein
sein Trainer ihm in der letzten Rundenpause eine unmissverständliche Ansage machte, dass für einen Sieg ein K.O. vonnöten sei. Ähnlich wie in seinem Hergovic-Kampf richtete Zhilei Zhang mehr Schaden an als sein Gegner, konnte aber gegen Parker anders als gegen den Kroaten das Angriffspensum nicht über die volle Distanz halten, weshalb die Punkteentscheidung zugunsten des Neuseeländers weitaus weniger kontrovers ausfiel. Die Möglichkeit gegen Zhilei Zhang anzutreten erlangte Joseph Parker durch seine überraschend dominante Performance gegen Deontay Wilder auf dem Day of Reckoning im Dezember 2023. Während Joseph Parker die Chance seines Lebens logischerweise hochkonzentriert, wohldurchdacht und mit einem motivierten Team im Rücken anging, präsentierte sich Deontay Wilder der Welt von einer bisher ungesehenen Seite. Wilder wirkte viel zu respektvoll gegenüber Joseph Parker und versuchte ähnlich wie Muhammad Ali, um seinen kleineren Gegner herumzutänzeln und dessen Angriffe mit nach hinten lehnen zu entkommen, anstatt seine Deckung zu benutzen. Dabei schien er nicht bedacht zu haben, dass er ja eigentlich die gefährliche Instanz des Aufeinandertreffens ist, die mit Druck arbeiten sollte, und wenn er schon das Anstürmen seines Kontrahenten mit gesenkten Armen versuchte zu entkräften, diese vielleicht auch für abfangende Angriffe nutzen sollte. Stattdessen sah Wilder keinen Sinn darin, seinen Jab zu etablieren, um Öffnungen für seine Markenzeichenrechte zu kreieren, und setzte nur äußerst selten zu einer 1-2 an. Diese Versuche waren für Joseph Parker kinderleicht auf 100 Meter Entfernung zu erkennen, sodass er mit dem Halten einer weiten Grunddistanz, einem ständig in Bewegung bleibenden Kopf und vor allem dem Rammen seiner Schulter in Wilders Brust, sobald er Anstalten machte auszuholen, dessen langen Armen jegliche Möglichkeit nahmen, ihre Kraft zu entfalten. Der Neuseeländer hingegen konnte mit abwechselnden Jabs zu Kopf und Körper, Wilders sowieso schon lustlose Defensive komplett zerrütten und mit einer immer zielsichereren rechten Overhand ins Schwarze treffen. Erst in Runde 10 schien Wilder auf die Idee zu kommen, sich dem tiefen Wegducken seines Gegners unter seine Gerade anzupassen und probierte ein paar halbgare Uppercuts unterzubringen, die mit einigen Runden Vorlauf vielleicht sogar das Blatt hätten wenden können. Letztendlich hat sowohl Deontay Wilder als auch seine Ecke keinerlei Ehrgeiz gezeigt. Allein an seinen Einsteckfähigkeiten fehlte es dem ehemaligen Weltmeister nicht in diesem Kampf, weshalb Joseph Parker vollkommen zu Recht einen Punktsieg einfuhr und der erste Mensch wurde, den Deontay Wilder nicht im Ring auf die Bretter schickte. Zhilei Zhang und Deontay Wilder befinden sich also auf einer ähnlichen Karrierestufe, haben ähnliche Stärken und in ihrem neuen Gegner ein leichter zu treffendes Ziel als in dem kleineren, flinkeren Neuseeländer. Der Bronze Bomber hat offensichtlich viel mehr Erfolge vorzuweisen als der Big Bang und ist theoretisch schneller, beweglicher, kräftiger und ausdauernder. Leider hat sein Joseph Parker Debakel aber gezeigt, dass Deontay Wilder seit neuestem vor allem satt ist. Mit einer Familie in trockenen Tüchern, einer neuen Leidenschaft für Musik und dem Wissen darum, wie es an der Weltspitze aussieht, gibt es scheinbar wenig, wofür es sich aus Wilders Sicht zu kämpfen lohnt. Zhilei Zhang hat hingegen sein ganzes Leben auf die Chance gewartet, sich beweisen zu können und nach dem Thron gestrebt, wobei er erst seit einem Jahr das erste Mal in greifbare Nähe gekommen ist. Zu diesem offenkundigen Hungerunterschied muss man sich auch vor Augen halten, dass Zhang trotz zwei offizieller Niederlagen noch in keinem Kampf tatsächlich unterlegen schien. Somit lasse ich mich zum Ende dieses Videos zu etwas abstoßend Feigen hinreißen, nämlich einer geteilten Prognose. Sollte Deontay Wilder sein Auge des Tigers nicht wiederfinden können, kann ich mir vorstellen, wie Zhilei Zhang der Schlaghand des Amerikaners fernbleibt und mit geschlossener Deckung seinem Gegner auf die Pelle rückt, um ähnlich wie Luis Ortiz an den langen Armen vorbei die Defensivlücken mit kurzen Haken und Uppercuts zu füllen, die zu einem K.O.-Sieg für den Chinesen in Runde 8 führen. Wird der Bronze Bomber aber einen Hauch seiner alten Form aufleben lassen können, glaube ich, dass er sich das meist stationäre Ziel Zhilei Zhangs mit abwechselnd langen Angriffen zu Kopf und Körper zu eigen machen kann. Mit einem durchweg präsenten Jab und Finden könnte er für ein Senken der Deckung sorgen, welches in einer im Ziel landenden rechten Gerade resultiert und für einen K.O.-Sieg Deontay Wilders in Runde 4 führt.